Steuererhöhungen könnten ja tatsächlich ein sinnvoller Weg sein, auch um die Staatskassen in Griechenland wieder zu füllen, könnte man erstmal so denken. Angesetzt wird jetzt allerdings unter anderem ausgerechnet mit der Mehrwertsteuer und das halten Sie für genau den falschen Weg. Warum? Ja, die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchersteuer, das heißt, alle Verbraucher zahlen zunächst gleich viel. Also wenn ein Glas Milch, eine Flasche Milch 1 Euro kosten sollte, dann heißen eben wie bisher 13% Mehrwertsteuer, dass es 1,13 Euro sind. Oder wenn jetzt ab heute die Mehrwertsteuer auf 23% steigt, dass es 1,23 Euro sind. Das klingt zunächst gerecht, ist aber extrem ungerecht, weil natürlich die Milch, die arme Leute kaufen, für ihre Kinder zum Beispiel, relativ bedeutend teurer ist als eine Flasche Milch, die ein Mensch kauft, der 5.000 oder 10.000 Euro im Monat Einkommen oder gar ein großes Vermögen hat. Das heißt, es gibt andere Steuererhöhungsmöglichkeiten, bei den Reichen zu besteuern, bei den Millionären, bei den Leuten mit langen 11, 12, 15 Meter langen Yachten, bei den Leuten, die Räder sind und so weiter. Das wird nicht gemacht oder kaum gemacht. Stattdessen werden die Mehrheit der Bevölkerung eben nochmal massiv besteuert und massiv ihre Einkommen reduziert. Verhandelt wird diese Mehrwertsteuererhöhung ja oft unter dem Stichwort Anpassung. Das klingt danach, dass Griechenland bisher besonders niedrige Mehrwertsteuersätze gehabt hätte. Wie stand es denn bisher tatsächlich im europäischen Vergleich da? Die Mehrwertsteuer war bisher in Griechenland ungefähr im Mittel angesiedelt von der Europäischen Union, was aber trotzdem heißt sehr hoch, weil es eben ein sehr ökonomisch schwaches Land ist. Jetzt mit der neuen Mehrwertsteuer im Durchschnitt von 23%, bei der Standardmehrwertsteuer wird es der höchste Mehrwertsteuersatz in der Europäischen Union sein. Ich glaube, zwei Länder haben den gleichen Satz. Wir haben, wie gesagt, bekanntlich 19%. Andere Länder haben weiterhin deutlich niedrigere Sätze. Das heißt, damit wird ausgerechnet ein ökonomisch schwaches Land am stärksten besteuert, am stärksten Kaufkraft abgeschöpft, wobei das nicht nur ein Gerechtigkeitsproblem ist, sondern eben auch ein Problem der Wirtschaftskraft ist. Wenn man so viel Geld bei der normalen Bevölkerung entzieht, hat man entsprechend weniger Binnennachfrage und damit wird auch die Wirtschaft weiter geschwächt und die Gefahr einer neuen verstärkten Rezession, unter anderem durch die Mehrwertsteuererhöhung, ist enorm. Wobei im Spezialfall noch die Frage der Inseln ist, wo ja nochmal die Mehrwertsteuer in besonderem Maß erhöht wird. Mhm. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu. Warum ist das Interesse so groß, gerade bei diesen Inseln auch die Mehrwertsteuer zu erhöhen, wo sie bisher niedriger war und auch das nicht ohne Grund? Das ist, ja, weiß ich nicht, ob es einen Grund dafür gibt. Wenn es einen Grund gibt, dann ist der Grund der, dass die Tourismusindustrie in Türkei, in Italien, in Spanien, in Frankreich profitieren wird davon. Die Inseln sind ungefähr gefühlt ein Drittel bis zur Hälfte der touristischen Einnahmen Griechenlands stammen von dem Inseltourismus, also unter anderem Kreta, aber eine ganze Reihe von anderen Inseln. Inseln sind generell in der Europäischen Union massiv steuerentlastet, zum Teil steuerbefreit. Also die Kanarischen Inseln haben gar keine Mehrwertsteuer. Inselgruppe der von Spanien. Korsika hat einen halben Steuersatz, Insel der Französischen Republik. Die Azoren haben einen massiv reduzierten Mehrwertsteuersatz. Das ist die Inselgruppe von Portugal. Das ist gleich geblieben. Die Begründung ist ja relativ einleuchtend. Alle Lebensmittel, alle Energie, oft auch sogar das Trinkwasser, muss auf die Insel hingefahren werden. Deswegen sollte es steuerlich entlastet werden, weil die anderen Belastungen sozusagen damit etwas ausgeglichen werden. Wir haben ausgerechnet jetzt in Griechenland in dieser Krisensituation nochmal und da mitten im Tourismus, ja, also das Tourismusgeschäft beginnt ja oder begann erst vor 3, 4 Wochen, richtig. Wenn da ausgerechnet jetzt die Mehrwertsteuer massiv erhöht wird und die Entlastung wegfällt, ist es einfach ein Wirtschaftsnachteil für den Tourismus von Griechenland, ausgerechnet jetzt, wo die Wirtschaft angeblich angekurbelt werden soll. Die Mehrwertsteuererhöhung, die heute in Kraft tritt, ist ja nicht die einzige sogenannte Reform. Die Reformen sollen auch den Arbeitsmarkt betreffen, sollen Privatisierung betreffen, unter anderem. Wo sehen Sie die problematischsten Punkte dieses Abkommens vom 13. Juli? Also generell finde ich das Abkommen ein Skandal, weil die Europäische Union, faktisch die Troika, auch wenn sie heute Institutionen genannt werden, von bestehend aus IWF, Internationaler Währungsfonds, EZB, Europäische Zentralbank und Europäische Union, faktisch aber auch ganz stark von Berlin, der Regierung Merkel, Schäuble, Gabriel bestimmt,
weil die Europäische Union hier ins Detail hinein in ein Land hineinregiert und damit das Land im Grunde unsouverän macht, ihm die Souveränität abspricht. Die Regierung Tsipras hatte vorher, also bis zum 20. oder 25. Juni, regelmäßig eigene Vorschläge vorgelegt, die durchgerechnet waren, wo ähnliche Sparvolumina erreicht wurden, mit anderen Formen der Wirtschaftspolitik, also zum Beispiel höhere Besteuerung von Reichen, höhere Körperschaftssteuer, das ist Steuer für Aktiengesellschaften, Maßnahmen zur Wirtschaftsankurbelung, womit ja auch mehr Steuern reinkommen würden und so weiter. Und diese Maßnahmen wurden einfach abgelehnt. Stattdessen Maßnahmen bestehend aus Rentenkürzung, Mehrwertsteuererhöhung, Privatisierung und Steuerreduktionsabschaffung bei den Inseln, diese Art von Politik aufgezwungen. Das geht bis rein, dass in dem Abkommen steht, dass am Sonntag die Läden geöffnet sein müssen. Das ist einfach unglaublich, ja, dass die Europäische Union sich en masse so in ein Land hinein zu regieren. Worin sehe ich die Probleme? Ich habe gesagt, einmal Mehrwertsteuererhöhung haben wir jetzt durchgesprochen, reduziert die Binnennachfrage. Das gilt auch für die Rentenkürzungen. Immer wieder wurde gesagt, es gibt keine Rentenkürzung. Juncker, Schulz von der Europäischen Union, auch Schäuble haben gesagt, es gibt keine Rentenkürzung. Natürlich gibt es eine Rentenkürzung. Die besteht darin, dass der Beitrag aller Rentnerinnen und Rentner zur Sozialversicherung und Krankenversicherung, glaube ich, von 4 auf 6 Prozentpunkte erhöht wird. Also entsprechend in dem Maß die Renten da nochmal gesenkt werden. Es gibt eine Kürzung, dass die Renten der niedrigsten Gruppierung, wo eine sonderstaatliche Zuschusssteuer gezahlt wurde, sukzessive abgeschafft werden soll. Und es gibt eine Rentenkürzung, in dem das Renteneintrittsalter auf 67 Jahre erhöht wird. Bisher war das faktische Renteneintrittsalter gleich hoch wie das deutsche. Alles andere waren Lügenmärchen, die in unseren Medien berichtet worden sind. Das sind alles Maßnahmen zur Reduktion der Binnennachfrage. So, dann gibt es den Kurs auf Privatisierungen, wo im extremen Maßen ein Treuhandfonds, ähnlich wie die Treuhandanstalt in Deutschland 1990 folgende, bis zu Vermögen im Wert von bis zu 50 Milliarden Euro überführt werden soll, griechisches öffentliches Vermögen, und daraus dann das verkauft werden soll. Wenn man in einer Notsituation öffentliches Eigentum in einen solchen Treuhandfonds reinbringt und verkauft, dann ist klar, das verkauft wird auf Teufel komm raus. Das heißt, dass hohe Werte, die real, objektiv hoch sind, zu Schleuderpreisen verkauft werden und Private das kaufen können. Um ein Beispiel zu geben, vor 3 Jahren oder 2 Jahren wurde die Lottogesellschaft von Griechenland privatisiert. Der Staat hatte daran einen Anteil von 30%. Das waren jedes Jahr feste Einnahmen in Höhe von 250 bis 300 Millionen Euro, die in öffentliche Kassen primär geflossen sind. Die Privatisierung erfolgte für, ich glaube, 700 Millionen Euro an einen tschechischen Unternehmer, der jetzt das Lottogeschäft in Griechenland kontrolliert. Das heißt, von drei Jahresraten Einnahmen der Lottogesellschaft wurde das verscherbelt, wo jetzt Griechenland diese Einnahme nicht mehr hat. Also kurzfristig gibt es 700 Millionen Einnahmen angeblich, aber nach 2, 3 Jahren ist es wieder aufgefressen und dann hat der Staat keine Einnahmen mehr. Das heißt, es werden Privatisierungen getätigt, die einfach ökonomisch völlig unsinnig sind. Das heißt, sie sind sinnvoll für die Raffgeier von Hedgefonds, von irgendwelchen Heuschrecken, die sich sowas schnappen, aber sie sind unsinnig für das öffentliche Eigentum in Griechenland. Das sind die wesentlichen Punkte, was da zu kritisieren ist. In dem Abkommen sind ja einige Punkte recht detailliert ausgeführt, so wie Sie jetzt schon gesagt haben, zum Beispiel bei den Privatisierungen ist recht genau festgelegt, wie viel da rausspringen soll und wofür das Geld dann verwendet wird. Andere Punkte habe ich eher als schwammiger formuliert gelesen, zum Beispiel die tiefgreifende Überprüfung und Modernisierung der Verfahren für Tarifverhandlungen, Arbeitskampfmaßnahmen und Massenentlassungen. Das ist noch recht offen, auch wenn man sich natürlich, wenn man natürlich befürchten kann, worauf das hinauslaufen sollte. Da geht es noch um Verhandlungen. Andererseits bedingt sich ja die Troika im gleichen Abkommen auch ganz, ganz tiefgreifende Eingriffsrechte aus, indem jede relevante Gesetzesinitiative zuerst mit den Institutionen abgesprochen werden muss, bevor sie öffentlich diskutiert oder ins Parlament gebracht wird. Welche Spielräume bleiben der Regierung also noch in der Umsetzung dieser Sparmaßnahmen? Ja, das haben Sie sehr genau gelesen und sehr genau und richtig gesagt. Die Spielräume tendieren aus meiner Sicht gegen null.
Die Spielräume sind symbolischer Art. Klar, es ist sicherlich sympathischer aus meiner Sicht, wenn ein Tsipras in der Spitze der Regierung steht, als wenn ein Samaras wieder auftauchen würde, der frühere Premierminister Griechenlands oder ein Nachfolger von Samaras. Aber das sind kosmetische Geschichten. Der Spielraum ist minimal und Griechenland würde als erstes Land der Europäischen Union in einen Protektoratsstatus, einen halbkolonialen Status oder in einen Status eines unsouveränen Landes versetzt. Das ist absolut einmalig und natürlich zeigt, wohin die Richtung gehen kann, wenn andere Länder, Portugal oder Spanien oder Italien zum Beispiel, Italien hat heute eine gleich große öffentliche Schuld wie Griechenland vor 5 Jahren, 130% des Bruttoinlandsprodukts betragen die Schulden, mehr sogar als in Griechenland 2010, wenn die in die gleiche Lage kommen sollten. Es gibt den Spielraum nicht, das ist die Tragödie. Obwohl die Souveränität von Nationalstaaten ja angeblich für die Einhaltung der westlichen Werte und auch für die EU ein sehr hohes Gut ist. Ja, allein die Tatsache, dass die Griechen innerhalb von 3 Tagen oder waren es 4 Tage, ich weiß nicht genau, dem Ganzen zustimmen mussten, ist ja schon ein Skandal. Also wenn man so ein Paket, ein gigantisches Paket, dann sagte bis Mittwoch, also letzten Mittwoch nachts um 24 Uhr, es war dann am Ende, war es 1 Uhr mitteleuropäische Zeit, glaube ich, muss es alles durchgejagt sein durchs Parlament. Es ist einfach skandalös, es ist skandalös. Aber nochmal, vielleicht eine Sache, um klarzustellen, Sie haben richtig gesagt, da steht einiges sehr schwammig drin. Das ist ja so, dass erst jetzt, ab dieser oder nächster Woche, die richtigen Verhandlungen beginnen. Das sind praktisch Rahmenbedingungen, die da durchs Parlament gepeitscht wurden. Und jetzt wird dieses neue Memorandum of Understanding, MOU genannt, ausgearbeitet werden, wo sicherlich bis ins Detail, also gerade die Frage des Arbeitsrechts zum Beispiel, kann man Massenentlassungen vornehmen, die bisher beschränkt waren in Griechenland, wie in Frankreich auch zum Beispiel. Ja, wie kann man die durchsetzen? Das wird alles im Detail noch reingeschrieben werden und da wird ja die Troika sozusagen die Regie führen und die Griechen dürfen hinterher im Parlament das absegnen. Da ist ja Schlimmes zu befürchten schon. Ich glaube, letztes Jahr wurde ja ein Streik der Transport- und Beschäftigten im U-Bahn-Bereich zum Beispiel einfach verboten, nachdem er drohte, große Wirkung zu zeigen. Also kann es dann nur noch schlimmer werden eigentlich. Die Gefahr ist groß, ja. Gerade auch im Arbeitsrecht sind ganz viele Verträge und Maßnahmen einfach gestrichen worden. Das geht ja ganz generell so, dass zum Beispiel das oberste Verfassungsgericht in Griechenland hat Rentenkürzungen, die es vor 3 Jahren gab, für verfassungswidrig erklärt. Das heißt, die haben gesagt, das ist völlig unrechtmäßig zustande gekommen, diese Kürzungen nach dem geltenden griechischen Recht, was natürlich auch EU-Recht ist, und haben gefordert, dass sie rückgängig gemacht werden. Das wird nicht stattfinden. Die Europäische Union zahlen, kommt nicht in Frage aus. Das heißt, sie hebeln auch die Gewaltenteilung auf. Das heißt, wenn griechische Gerichte, die bisher, wo nicht angezweifelt wurde, dass sie rechtmäßig sind und dass die unabhängig sind, wenn die bestimmte Entscheidungen fällen, dann wird man einfach geht mit einem Schulterzuck darüber hinweg und sagt, na okay, akzeptieren wir nicht, wird nicht akzeptiert. Zum Schluss noch zu der Frage, die sich wahrscheinlich immer noch alle stellen, die entweder in Griechenland für ein Nein zu dem letzten Sparpaket gestimmt haben oder die in anderen Ländern für ein solches Nein eingetreten sind. Es wird oft die Frage gestellt, warum Tsipras nach diesem Nein im Referendum, nach diesem Sieg dann trotzdem eingewilligt hat. Da kann man nun sagen, ja gut, er stand halt unter derartigem Druck, er konnte nicht anders. Aber vielleicht umgekehrt gefragt, dieser Druck war ja eigentlich auch vorhersehbar. Warum hat er dann eine Woche vorher dieses Referendum überhaupt ins Laufen gebracht? Naja, muss ich das eben vergegenwärtigen. Eine Partei, die einen Namen Syriza hat, die am 25. Januar deutlich über 30% bekommt und die relative Mehrheit bekommt, die im Parlament mit einer anderen Partei, Anel, populistisch, relativ rechtsgerichtet in manchen Positionen regiert, hat ein Programm. Wir beenden jetzt das Sparprogramm, die Austerity Policy in Griechenland. Und dann verhandeln sie 4,5, 5 Monate lang mit der Europäischen Union und die Europäische Union sagt, das interessiert uns nicht, was ihr wollt. Wir fordern von euch, dass die alten Programme, die von den klientelistischen Parteien PASOK und Nea Demokratia umgesetzt wurden, dass sie weiter fortgeführt werden. Und die
Leute, die berichten, vor allem Yannis Varoufakis, der im New Statesman und in anderen Zeitungen, ich glaube die Zeit hat es auch veröffentlicht, die Verhandlungen beschrieben hat, hat gesagt, es war für ihn so, wenn er argumentiert hat, warum diese Programme schädlich für die Wirtschaft sind, dass die Leute, die anderen Finanzminister, darunter unser Finanzminister Herr Schäuble, einfach durch ihn durchgeschaut hätten. Er sagt, ich hätte genauso die schwedische Nationalhymne singen können. Das wäre genauso relevant gewesen wie mein Versuch zu erklären, warum die Maßnahmen falsch sind. Die Griechen sind dann relativ weit auf die EU zugegangen bis zum 25. Juni und haben viele Konzessionen gemacht. Aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo Tsipras die Reißleine zog und das Referendum ansetzte. Eine Woche drauf war Referendum. Ich war in Athen gewesen. Wir haben alle gedacht, naja, wenn es... Zuerst haben alle gedacht, am Tag vorher, es wird eine Niederlage werden oder zwei Tage vorher. Am Tag der Abstimmung selber war die Stimmung schon da. Es wird eine knappe Mehrheit werden. Und zwar klar, bei einer knappen Mehrheit werden die Europäischen Unionsleute sagen, naja, das Land ist gespalten. Aber als dann 61,3% Nein gesagt haben und dazu noch kam, dass die Kommunisten ungültig gewählt haben, die machen 5% aus, obwohl sie für Nein sind, aus Gründen, die jetzt besonderer Art sind, die ich jetzt nicht diskutieren will. Das heißt, 2/3 der griechischen Bevölkerung sagt Nein zu diesen Sparmaßnahmen. Da haben alle, ich glaube auch Sie, ich glaube auch in Europa andere Leute, auch Ihre Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland, gedacht, naja, bei dieser Abstimmung muss es Wirkung haben. Und die Griechen haben auch gedacht, dass am Tag darauf, am Montag, dem 6. Juli, glaube ich, dass dann Verhandlungen stattfinden. Die Europäer haben einfach gesagt, die Europäische Union, Schäuble und Co. haben einfach gesagt, nö, wir sehen keinen Grund dafür und haben mal 3 Tage abgewartet und die am langen Arm verdursten lassen. Das Problem ist, dass es keinen Plan B gab. Das heißt, Tsipras und Varoufakis und andere Leute waren einfach naiv. Sie haben gedacht, irgendwie Demokratie wird schon funktionieren. Zumal wir in Griechenland vor 2000 x Jahren die Demokratie erfunden haben, in Anführungszeichen. Es funktioniert nicht. Es gibt keine Demokratie in dieser Europäischen Union. Und der Plan B wäre gewesen, sie hätten eine eigene Währung einführen müssen. Sie hätten zurückgehen müssen zur Drachme oder zum Euro oder wie immer so eine Währung heißt. Und dafür hatten sie keinen Plan, auch keine technische Vorbereitung getroffen, was ja auch als Prägeanstalt, Vorbereitung und so weiter, damit einer eigenen Währung hätten sie Souveränität über das Land wieder gehabt, hätten sie abwerten können, damit wären die Waren billiger gewesen, die exportieren müssen, auch der Tourismus wäre um 20, 30, 40% billiger geworden, das wäre eine Möglichkeit gewesen, auch wenn es zunächst chaotisch gewesen wäre, aber perspektivisch auf 1, 2, 3 Jahre hinweg gesehen, wäre es eine weit, weit bessere Lösung gewesen als diese katastrophale Situation, die wir jetzt haben, die sich massiv verschärfen wird in den nächsten Monaten und 1,5 Jahren. Das ist ja ein Punkt, wo auch die Meinung der Griechenland-wohlgesonnenen Kommentatorinnen auseinandergeht. Sie würden jetzt also sagen, sozusagen ein selbstbestimmter Grexit hätte Griechenland gut getan oder würde Griechenland gut tun, kann man vielleicht auch sagen. Ja, ich sage das seit 10 Jahren. Der ganze Euro ist eine Katastrophe für alle schwachen Länder. Fiat in Italien hatte vor 10 Jahren, als der Euro eingeführt wurde, 2 Millionen Pkw in Italien gebaut. Fiat baut heute 600.000 Pkw in Italien, baut aber weiterhin gleiche Pkw weltweit wie vor 10 Jahren. Sie bauen die in Polen und in USA, wo durch Abwertungen der Währungen, also Zloty oder Dollar, die Pkw noch exportfähig sind, sind aber nicht mehr exportfähig in Italien. Und Sergio Marchionne, der Boss von Fiat, sagt es auch. Er sagt, mit dem Euro haben wir keine Chance, in Italien weiter zu produzieren. Das gilt für entsprechende Waren in Spanien, in Portugal, in Irland, in Zypern, in Griechenland. Das ist das Problem. Das ist eine relativ einfache Geschichte. 50, 60 Jahre lang war es normal. Das wissen alle, die ein bisschen älter sind. Wenn man nach Spanien gefahren ist, nach Portugal, nach Italien, die haben alle 10, 5 Jahre ihre Währung um 10, 15% abgewertet und damit blieben sie konkurrenzfähig gegenüber der Exportmaschine in Deutschland. Und mit dem Euro ist es unmöglich geworden, das wusste Deutschland, die deutsche Ökonomie, natürlich die deutschen Konzerne und damit waren diese Länder momentan wirtschaftlich einfach platt gemacht, richtig platt gemacht.